Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu einer weiteren Folge GT Sport. Und wir fahren heute mal das Racing Kart 125 Shifter. Und zwar 4 Runden auf dem Nürburgring. Ich bin gespannt, bin schon mal gefahren mit dem Teil, macht richtig Laune. Man überschätzt sich mal ganz schnell, aber es ist was anderes, andere Bremspunkte. Es macht einfach riesigen viel Spaß. Wir starten gleich. Noch ein Autopilot. 4 Runden haben wir, oder? Jawohl. 20 Gegner. Bleibt ja noch Position 11 und jetzt schauen wir mal. Ja, es ist schon richtig Laune auf die ersten Meter. 4 Runden haben wir vor uns. Und ich freue mich schon auf die ersten Überholmanöver. Ich bin schon mal gefahren, man fliegt auf einmal ab, weil man doch übertreibt. Und man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass die Bremspunkte ganz, ganz anders sind hier wie vom Auto. Man kann viel später bremsen. Und natürlich auch viel früher aufs Gas stiefeln. Und ich bin mega konzentriert. Und ich muss sagen, was sehr, sehr gut rüberkommt, ist wirklich so, ich kriege das erste Mal so ein bisschen so Force Feedback oder halt so ein bisschen Rückmeldung an den Controller. Es vibriert, es ruppelt, es rappelt. Das ist schön, das fehlt mir ja eigentlich mal ein bisschen. Und vorbei. Einfach mal Vollgas fahren, oder? Ja, muss man sich erstmal ein bisschen einfahren. Aber schon sehr, sehr cool. Vierter Gang. Platz 10. Oh, zurück auf die Strecke. Jetzt müssen wir schauen, ob wir an dem außen vorbeikommen. Wo ist er? Der ist neben mir. Der ist neben mir. Jawohl, der ist immer gut durchgekommen. Der ist sehr schön. Nein! Nein, 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 nein! Oh, Glück gehabt. Position nicht verloren. Obwohl, jetzt werden wir gleich überholt, oder? Nö, geht noch. Er ist hinter uns, aber alles unter Kontrolle. Okay, da hätte ich mal bremsen sollen. Da war ich zu optimistisch. Hab gedacht, ich kann einfach mal durchfetzen. Aber man ist gleich wieder zurück auf dem Track. Das passt auch. Und hier können wir jetzt auf jeden Fall mal richtig Gas geben. Bis zur Schikane. 2 Minuten fahren wir schon. Also mit... je nachdem, mit was für Fahrzeugen man das hier fährt, ist man da eigentlich nach 2 Minuten spätestens durch. Also wir sind schon langsamer. Man kann viel später bremsen. Und weiter geht's. 2,25 bis jetzt. Also 10 Minuten werden wir wahrscheinlich fahren, bis wir am Ziel sind. Vierter Gang und gib ihm. Es geht los und zwar in Runde Nummer 2. Ne, Go-Kart fahren macht richtig Laune. Und zwar ist die Strecke etwas breit, Go-Kart-Strecken sind ja eher kleiner und auch nicht über 5 Kilometer lang und natürlich auch nicht die Breite, aber es macht trotzdem mal Spaß. Ich glaube, eine reine Go-Kart-Strecke haben wir hier nicht. Oh, bleibst du auf der Strecke, bleibst du auf der Strecke. Platz 8. Ja, da kommen wir, glaube ich, besser raus. Jawohl, sehr cool. Man ist viel am Korrigieren und am Lenken. Man will nämlich nicht seinen Gegner abschießen. Kommt man da durch? Ja, da kommt man durch. Vollgas. Und hier müssen wir ein bisschen bremsen, zurück in den vierten. Ja, sehr schön. Macht Spaß, Platz 6. Und die anderen eigentlich alle in Sichtweite. Müssen wir schauen, wie wir uns da anstellen. Und vierter Gang. Fünfter Gang. Nee, richtig geil. Das Racing Kart. Können wir da Vollgas? Körbs mögen die Dinger nicht. Das habe ich vergessen, ja. Sollte man nicht vergessen. Klar, die Dinger liegen so tief. Ich setze sofort auf. Das ist ein Körb wie die Bordsteinkante. Sind wir vorhin rausgekommen. Jetzt ist hier alles Vollgas, oder wie? Tatsächlich, also fast geluckt habe ich. Und jetzt geht es schon wieder auf den Topspeed-Teil.
bis zur Schikane. Man darf nicht auf die Curbs fahren. Ich bin immer so ein bisschen in Versuchung, so ein bisschen zu schneiden. Aber so wie der das macht, traue ich mich das gar nicht, weil ich will, glaube ich, abfliegen. Oh, erster Gang, da muss ich wieder schalten. Zweiter Gang, da habe ich viel Zeit verloren. Aber wir sind erst auf dem Weg in Runde Nummer 3. Also wir haben noch ein bisschen vor uns. Vierter Gang. Nicht auf den Körb, nicht auf den Körb. Und gib ihm. 2 Minuten 20 jetzt. Jawohl, alles klar. Da haben wir keinen Gang mehr zum Schalten. Jetzt gucken wir mal, wie wir uns hier schlagen. Kommen wir auf der Bremse irgendwie vorbei. Da gab es eine Berührung. Schade. Aber ich glaube, der hat sich selber mehr geschadet, oder? Nicht auf den Körb Gas geben. Position 6, Runde 3. Und Vollgas. Jawohl, den 6. den packen wir hoffentlich vor der Kurve. Jawohl. Boah, der kannst du richtig reinbrezeln hier. Unglaublich. 4. Gang, Position 5. Jetzt gucken wir mal. Oh, super. Das macht richtig Laune. Dadurch bin ich nicht zu schnell. Ja, viel mehr darf nicht sein. Und das Schöne ist, ich sehe den 1., 2. und den 3. schon. Das macht mir dann doch ein bisschen Hoffnung, dass wir da eventuell sogar auf Platz 1 vorfahren können. Komm, 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 komm. Ab jetzt ist wieder Vollgas. Hier geht alles voll. Ist vorhin ausgetestet. Naja, ein bisschen lupfen hätte ich müssen. Aber wir sind schon auf Platz 3. Was ich am Anfang des Rennens ja gar nicht gedacht hätte. Schön smooth durchfahren, jawohl. Ja, da können wir nicht mehr schalten. Bei 172 ist Schluss und stark runterbremsen. Und ich glaube, jetzt bin ich etwas. Ja, da war ich ein bisschen zu spät auf der Bremse. 3. Gang. 4. Gang. 5. Gang. 4. rum. Und wieder Vollgas. Mal leicht ins Rutschen. Was wird das für eine Zeit? Die ist schlechter, die Zeit. Unglaublich, fast eine Sekunde. Und dann sind wir auch schon in der letzten Runde. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den bekommen. Ich bin eigentlich guter Dinge. Schön spitz fahren. 2. Gang. 3. Gang. Und langsam fühlt man sich sicherer und traut sich auch mehr. Komm, 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 komm. Wieder ein schneller Abschnitt hier. Ich bin echt super mega konzentriert. Würde ganz gerne Erster werden. Und zwar auch noch mit einem sauberen Überholmanöver, ohne jemanden abzuschießen. Ich traue mich gerade nicht, ich will mich nicht abschießen, aber die anderen halt auch nicht. Ich suche einfach eine gute Gelegenheit. Ich könnte schneller, ich könnte schneller. Jetzt hat, okay, ich versuche es mal auf der Geraden jetzt oder auf dem schnellen Teil, der dann gleich kommt vor der Schikane. Leider, ich weiß gar nicht, wie die einzelnen Streckenabschnitte heißen. Muss ich mir auch mal ein bisschen schlau machen. Nein, 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 nein. Ah, verdammt, ich komme nicht dran. Jetzt muss ich aber wirklich mich zusammenreißen. Vielleicht. Ich weiß nicht, spät bremsen. Das Problem ist bei der Schikane spät bremsen. Da ist mal ganz schnell spät, zu spät.
gut durchgekommen. Die kürzen mehr ab, das traue ich mich nicht. Ich habe wirklich Angst abzufliegen. Und ich denke mal, ich werde da nicht mehr dran kommen. Vielleicht müssen wir noch eine fünfte Runde machen, aber wir haben nur vier eingestellt. Aber auf jeden Fall ein hammergeiles Rennen. Es hat richtig Spaß gemacht mit dem Racing Card. Und kriegen wir noch eine Bestzeit? Jawohl, letzte Runde sogar noch Bestzeit. Das war ein Spaß. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Sehr, sehr cool. Meine Lieben, dann bedanke ich mich da recht herzlich fürs Reinklicken. Ich bin da jetzt noch gerade voll aufgewühlt und geflasht. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ja, mal schauen, was da als nächstes kommt. Lasst euch gut gehen. Ciao, Servus, bis bald.